So, wer konnte den Atem erfahren? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Wir sind trainiert auf Wort, unsere Welt zu erdenken. Und das tun wir. Den ganzen Tag, die ganze Nacht. Eine Nacht träumen wir davon. Am Tag erdenken wir die Welt. Und man hat uns das Erdenken schon mal viel Glück gebracht. Die meiste Zeit haben wir doch nur Dukkha. Wir denken über das nach, über Sorgen, Ängste, Nöte. Das müssen wir noch machen, jenes müssen wir noch machen, das wollen wir noch machen, jenes wollen wir noch machen. Die Gedanken lassen uns nicht in Ruhe. Die Erinnerungen auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir die ständig einladen. Die kommen ja ganz von alleine. Die Erinnerungen kommen auch von alleine. Wir laden diese blöden Erinnerungen gar nicht ein. Die Erinnerungen an frühere Zeiten oder an unangenehme Erlebnisse laden wir alles nicht ein. Also wie das Telefon, wir laden es nicht ein. Es kommt, ob wir es wollen oder nicht. Und so kommen unsere Gedanken, ob wir es wollen oder nicht. Nur ganz wenig, wo wir sagen, wirklich uns überlegen, darüber will ich mal nachdenken oder das will ich mal ergründen oder das will ich mal, an das will ich mich mal erinnern. Und dann kommen trotzdem die Erinnerungen nicht. Obwohl wir wissen, die müssen doch irgendwo drin sein. Ne? Und manchmal kommen die einfach nicht, die Erinnerungen, kommen sie nicht hoch. Die erste edle Wahrheit. Ah, das haben wir da. Ja. Ist Dukkha. Wir hören etwas, was wir nicht hören wollen. Ist Dukkha. Wir sehen etwas, was wir nicht sehen wollen. Ist Dukkha. Wir erleben etwas, was wir nicht erleben wollen. Ist Dukkha. Alles Dukkha. Dukkha heißt Unzufriedenheit, unbefriedigt sein. Rastlosigkeit, Langeweile, kann man auch noch. Was machen wir jetzt? Wen rufen wir jetzt an? Was machen wir noch mit den restlichen Stunden? Wie vertreiben wir uns die Zeit? Und wenn wir unser Leben überdenken, dann haben wir eigentlich fast unser ganzes Leben die Zeit vertrieben. Oder noch krasser ausgedrückt, die Zeit totgeschlagen. Kann man doch den Ausdruck, die Zeit totschlagen. Und das war ein erfüllendes Leben. Je besser wir sie totgeschlagen haben, umso erfüllender war unser Leben. Das machen wir und das machen wir und dann vergeht halt Zeit. Und zum Schluss ist die Zeit zu Ende und dann sterben wir und dann überlegen wir uns, haben wir eigentlich was gemacht, was sinnvoll ist? Haben wir eigentlich was gemacht, was wertvoll ist? Haben wir eigentlich was gemacht, was wir mitnehmen können ins nächste Leben? Was haben wir gemacht? Wir haben uns vergnügt, wir sind unseren Sinnen nachgerannt. Ne? Dem Augen, den Ohren, der Nase, Mund, Fühlsinn und vor allem Denken. Auch einer der Sinne. Wir wollen sehen, wir wollen hören, wir wollen riechen, wir wollen fühlen, wir wollen schmecken, wir wollen tasten und wir wollen denken. Und das ist alles, was wir wollen. Was bringt es uns? Haben wir darüber schon mal uns überlegt? Was bringt es uns? Können wir diese Sinne mitnehmen? Sind diese Sinne ewig? Oder kommen sie immer wieder von neuem? Sind sie nicht Anicca? Vergänglich. Immer wieder vergänglich. Schöner Sinn kommt rein, der vergeht und dann ein unschöner Sinn kommt rein und dann vergeht er wieder. Und wieder. Kommt wieder was Schönes. Genauso wie eine Sinuskurve. Einmal hoch, einmal runter. Oder wie die Wellen. Dann sind wir oben auf der Welle, dann geht es uns gut. Dann sind wir unten im Tal, dann geht es uns schlecht. Dann gehen wir wieder hoch aufs Tal, auf die Welle, ne, auf den Berg. Und dann geht es uns wieder gut, und dann geht es uns wieder schlecht. Und dann geht es uns wieder gut und wieder schlecht. Immer. Seit unserer Geburt.
seitdem wir angefangen haben zu schreien, seitdem wir angefangen haben zu atmen, bis zum Ende, um aufhören zu atmen. Und das ist ja dann noch nicht zu Ende. Dann kommt das nächste Leben. Und dann machen wir es wieder so. Wie oft waren wir schon verheiratet? Wie oft hatten wir schon Kinder? Wie oft hatten wir schon Beruf? Das ist ja nicht das erste Leben. Einmal waren wir dies, einmal waren wir jenes. Leute wünschen sich, also in Thailand gibt es viele Leute, die sich wie Mann sind und wünschen sich eine Frau zu sein. Ne? Und dann lassen sie sich wieder abändern. Andere sind Frauen und die würden gerne ein Mann sein. Geht ein bisschen schlecht. Fehlt ein bisschen was. Aber das ist ja, ne? Wie oft waren wir schon Mann, wie oft waren wir schon Frau? Dass wir jetzt in der unglücklichen Lage sind, dieses oder jenes zu sein, na, kann man das nicht machen oder jenes nicht machen. Sind wir Mann, kann man das machen. Sind wir eine Frau, kann man jenes machen. Hat beides Vor- und Nachteile. Nicht das eine ist besser oder das eine ist schlechter oder beides ist gleich, ist nicht gleich, ist einfach nicht. Das eine ist so und das andere ist so. Und jetzt wollen wir es gleich machen. Und da haben wir natürlich auch Dukkha, weil es einfach nicht geht. Wir sind einfach anders gebaut oder wir sind einfach anders gestrickt. Ne? Eine Frau ist so gestrickt, ein Mann ist so gestrickt. Natürlich gibt es die Extreme und dann gibt es also die ganzen Abstufungen. Aber jeder ist halt so gestrickt. Und warum sind wir so gestrickt? Weil wir uns selber so gestrickt haben. Unser Karma. Wir werden eine Frau wegen unserem Karma. Wir werden ein Mann wegen unserem Karma. Wir werden Arzt wegen unserem Karma. Oder wir werden Tänzer wegen unseres Karmas. Oder wir sind musikalisch wegen unseres Karmas. Und so weiter und so fort. Oder wir sind dumm wegen unseres Karmas. Die Leute, die sich heute bekiffen oder ständig Heroin nehmen, also im nächsten Leben werden sie sicherlich nicht hochintelligent werden. Die haben sich alle ihre Intelligenz verpuffen lassen, ne? Die sie mal vielleicht hatten. Und dann so kommt es. Oder diejenigen, die sich Alkohol, die sich ständig betrinken. Ne? Ja, hochintelligent werden die sicherlich nicht werden. Ne? Man sagt ja, man versäuft seine Intelligenz. Ne? Ja, und das ist das Karma. Ne? Und wenn sie im nächsten Leben geboren werden, dann werden sie dumm sein. Ne? Und nichts kapieren. Weil sie diese Dinge einfach nicht mitbringen ins nächste Leben. Wenn wir uns jetzt in diesem Leben Intelligenz oder Fähigkeiten erworben haben, dann stehen die im nächsten Leben wieder zur Verfügung. Aber worum wir uns über unseren Körper gesagt haben, das ist, vergeht alles. Haben wir uns Reichtum angesammelt, den kann man nicht mitnehmen. Die Verdienste, die wir uns angesammelt haben, sei es bezüglich Großzügigkeit, oder Respekt, Achtung, Dankbarkeit, die kann man mitnehmen. Alles sind alles geistige Produkte, die man mitnehmen kann. Jemand anders zu helfen, Großzügigkeit. Ist ja auch immer eine schöne Sache. Die Tugendregeln, die wir eingehalten haben, nehmen wir auch mit. Aber unser Auto kann man nicht mitnehmen. Unsere Familie kann man auch nicht mitnehmen. Unsere ganzen Kleiderschrank kann man auch nicht mitnehmen. Unseren Schmuck, den wir haben, können wir alles nicht mitnehmen. Also was soll man da schmücken, wenn wir gehen? Ja. All die Dinge, das ist alles irgendwo vergänglich. Diese Dinge sind alle vergänglich, genauso wie unsere Gefühle vergänglich sind. Wenn wir uns erinnern, wie wir vor 20 Jahren gedacht haben, war das auch schon ganz anders. Haben wir das gedacht oder waren wir der Ansicht oder jener Ansicht? Und heute können wir vollkommen der gegensätzlichen Ansicht sein. Hm? Ohne dass uns das irgendwie auffällt oder ohne dass wir irgendwie davor Angst davor bekommen. Wie kann das sein? Dass wir ganz ins gegensätzlich denken. Hm? Weil wer ist das jetzt, ne? Der vor 20 Jahren gedacht hat? Oder wer ist das jetzt, der vor 20 Jahren so ausgeschaut hat? Hm? Wenn wir jetzt in den Spiegel schauen, plötzlich sehen wir jemand anders. Und dann schauen wir ein Bild an und dann sehen wir jemand anders. Ne? Und wer ist das ja? Sind es verschiedene Personen?
Aber wir haben uns daran gewöhnt, ne? Und sagen, ja, wir altern, ne? Ja, wir werden krank, ja, wir sterben. Ja, wir werden, inzwischen gewöhnen wir uns auch langsam dran, ja, wir werden wiedergeboren. Ne? Kommen Sie auch dran gewöhnen. Dann ist der Tod nicht so schrecklich, ne? Dann nimmt das so seine Spitze weg. Aber was heißt das, wiedergeboren zu werden? Wir wissen ja nicht, wo wir wiedergeboren werden. Es gibt ja 36 Daseinsebenen. 30 Daseinsebenen gehören alle zum Himmel. Eine Daseinsebene ist die menschliche Daseinsebene, die andere ist die tierische Daseinsebene, dann kommen die Geister und hungrigen Geister, dann kommen die Dämonen und dann 25 verschiedene Bereiche der Hölle. Alles Daseinsebene. Und wenn wir sterben, wissen wir nicht, wo wir hinkommen. Wir haben das Gefühl, je mulmiger uns wird, desto mehr wissen wir eigentlich, haben wir so das Gefühl, das Chitta weiß, wo es hinkommt. Das Karma zieht sich schon da in die richtige Richtung. Das ist ja genau das, was uns da runterzieht. Oder das, was uns auch hochzieht. Wenn wir gute Menschen gewesen sind, wenn wir die Tugendregeln eingehalten haben und wenn wir auch Respekt und großzügig gewesen sind und Dankbarkeit empfunden haben, dann kann man auch hochsteigen. Aber sind wir mal oben gewesen, fallen wir wieder runter. Ja, muss so sein. Das ist wie bei der Welle. Bist du mal oben, ja, dann kommst du nur runter. Bist du unten, dann kannst du wenigstens noch mal rauf. Und bist du wieder oben, musst du wieder runter. Oder wie die Achterbahn. Ne? Das Leben ist wie eine Achterbahn. Hoch geht's langsam, runter geht's sehr schnell. Wir haben gar nicht viel zu tun, ne? Und dann ist halt die Frage, ob wir nicht irgendwann aus dieser Achterbahn aussteigen wollen. Im Buddhismus wird es als Samsara, als den endlosen Kreislauf der Geburt und Wiedergeburt gesagt. Ne? Und da können wir auch aussteigen. Rad des Kreislaufs, Rad der Wiedergeburt. Aber bei der Achterbahn können wir auch. Das ist vielleicht sogar interessanter, wenn man das so bezeichnet, das impliziert nämlich das Hoch und Tief, ne? Die Achterbahn des Lebens. Einmal sind wir oben, einmal sind wir wieder unten, ne? Dann sind wir wieder oben. Aber da wir uns an unsere letzte Geburt nicht erinnern oder an unsere früheren Leben nicht erinnern, denkt man, dies ist das einzige Leben. Nun, woher kommen unsere Qualitäten? Warum sind wir da nicht alle gleich? Warum ist denn nicht jeder Mensch gleich, wenn wir nur einmal leben? Warum hat der eine die Talente oder andere jene Talente? Warum ist der eine dick, der andere dünn, der eine groß und der andere klein? Wo kommt das alles her? Das ist alles Karma. Es ist eine karmische Manifestation im Körper. Da wird eingegeben, wie groß du wirst, ne? Welche Körperform du hast und so weiter und so fort. Ne? Ob du Frau bist oder ob du Mann bist, das ist alles karmisch, bedingt. Für dieses eine Leben. Das kann sich im nächsten Leben ändern. Eine Frau kann wieder zum Mann werden und ein Mann kann wieder zur Frau werden. Kann sich ändern. Kann sich alles ändern. Aber wir werden nicht befriedigt. Es gibt nichts, ne? Was auch immer wir mit den Sinnen suchen, was auch immer wir sehen oder hören, das befriedigt uns nicht. Deswegen brauchen wir es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es reicht uns ja nicht einmal einen tollen Song anzuhören, ne? Wir müssen ja ständig wieder hören. Selbst für ein Buch, ne? Wenn es uns mal gefallen hat, dann lesen wir das auch wieder, ne? Also es reicht nicht, einmal reicht nicht. Und sei es mit anderen Dingen, braucht man es immer wieder, häufiger. Ne? Wenn uns einer dieser Sinne, also diese Befriedigung geben würde, ne, dann wären wir doch befriedigt, da braucht man doch nichts. Sind wir zufrieden, dann brauchen wir nichts. Gehen wir in die Stille der Meditation rein, dann brauchen wir in dem Moment, wo wir in der Stille sind, überhaupt nichts. Ist alles zufrieden. Sind wir endlich mal zufrieden. Einmal in unserem Leben, wo wir wirklich zufrieden sind und nichts wollen. Wirklich nichts wollen. In dem Moment, wo wir rauskommen aus dieser Stille, boom, wollen wir wieder was.
Wollen wir was trinken, wollen wir aufstehen, wollen wir das machen, jenes machen? Und vor allem, wenn wir dann Energie getankt haben, dann sind wir so energetisch, ne, dann fallen uns so viele Ideen ein, was wir alles machen könnten. Ne? Nur in dieser Stille zu ruhen, nur in diesem Samadhi zu ruhen. Ne? In dieser Stille des Herzens. Und im Grunde genommen, die Arbeit ist ja so einfach. Wir brauchen uns ja nur auf einen Punkt zu konzentrieren. Nur auf diesen einen Punkt. Das heißt, die Nasenspitze und nur zu wissen, der Einatmen geht rein und der Ausatmen geht raus. Warum ist es so schwer? Warum können wir das nicht? Weil wir ständig denken. Weil wir ständig in der Erinnerung sind oder denken. Das wollen wir noch machen mit uns im Leben. Jenes wollen wir noch machen. Und haben uns die Sachen, ne, überlegt euch mal, haben euch die Sachen, die ihr schon immer machen wolltet, je diese Befriedigung gegeben, je diese Erfüllung gegeben? Wir nehmen nur ganz kurzfristig. Da haben wir unser neues Dings gehabt, ne, egal was es auch immer war, Kleid gekauft, dann haben wir es einmal angehoben und dann tun wir es im Kleiderschrank und dann ist es uninteressant. Dann brauchen wir Neues. Es gibt ja eine nächste Gelegenheit, ne? Dann brauchen wir unbedingt ein neues Kleid. Oder was anderes. Oder ein Auto, ne? Und bei den Männern ist es das Auto. Ne? Nach einem Jahr ist es langweilig, brauchen sie ein neues Auto, ne? Und dann immer wieder das Neueste, immer wieder das Neueste. Oder beim Computer, die Computerspiele, oder was auch immer, ne? Was auch immer sein. Wenn uns eines befriedigen würde, dann bräuchten wir doch nichts anderes. Wenn wir mit dem einen Ding zufrieden waren. Wenn wir nur mit unserem Atem zufrieden waren. Und dann schauen wir uns mal, wenn wir diese Meditation üben, wenn wir mal Samadhi üben, dann schauen wir uns doch mal an, ne? Das, was zum Samadhi führt oder was in die Stille führt oder in die Ruhe führt, ist ja nur das Interesse an diesem Buddha oder das Interesse an dem Atem. Sind wir 50% interessiert an dem Atem, dann sind wir schon jenseits von Gedanken und Erinnerung. Da haben wir schon die Schwelle überschritten, wo die Gedanken uns überrennen. Dann fliegen sie noch ein bisschen vorbei und dann werden wir weiter und weiter und tiefer konzentriert und dann ist da die Stille. Nur 50% vom Interesse bräuchten. Haben wir 100% Interesse nur für den Atem, sind wir weg. Verschwindet alles. Weil wir können ihn doch gar nichts mehr wahrnehmen. Das Chitta hat auch die Funktion, alle diese Funktionen abzugreifen, abzutasten vom Körper. Wenn der Körper, wenn ein Computer seine Außenports nicht mehr abtastet, dann weiß er auch nicht, was passiert, was wir auf dem Keyboard schreiben oder auf der Maus machen. Das Einzige, wie wir den dann abschalten können, ist Knopf, Stecker raus. Der reagiert nicht mehr. Und genauso reagiert das Chitta nicht mehr, wenn es in sich zusammengesunken ist oder in sich gefallen ist. In einem Punkt gewesen. Dann kriegt es gar nichts mit. Ne? Dann können wir uns die Leute raustragen und wir kriegen das nicht mit. Wir werden uns wundern, wenn wir dann rauskommen, warum wir dann plötzlich woanders sind. Aber wir kriegen das nicht mit. Es gab bei meinem ehrwürdigen Lehrmeister Mahabur, da gab es vor 20 oder 30 Jahren, gab es einen Alten aus dem Dorf, ne? Der hat sich immer dazu gesetzt und dann bei den Vorträgen ist er ins tiefe Samadhi, die haben ihn jedes Mal vom Sala weggetragen. Rausgetragen. Der ist einfach ins Samadhi gegangen und dann ist er nicht mehr rausgekommen, erst Stunden später. Ne? Und nun haben sie ihn einfach nach Hause getragen. Aber das ist halt die Einfachheit des Geistes. Ne? Der war einfach gestrickt. Ne? Der musste nicht sich überlegen, wie komme ich jetzt in das Samadhi rein, sondern der hat einfach zugehört, abgeschaltet, zack und weg war er. Ne? Wunderbar. Warum können wir das nicht? Ängste, Befürchtungen, Nöte, Sorgen oder kein Interesse daran? Wir kennen ein bisschen, manche von uns mögen das vielleicht kennen, wenn sie ein Hobby haben. Wenn sie sich vollkommen in dieses Hobby verstricken, dann kriegen sie dann auch nicht mehr mit,
die gehen zwar nicht voll in Samadhi rein, aber die gehen in so eine gewisse Stille. Kriegen sie auch nicht mit, ne? Dass die Frau oder der Partner den Kaffee hinstellt. Erst nach einer Weile, wenn sie wieder raus, sich aus dem Hobby rausziehen, merken sie plötzlich, da duftet was, ne? Und dann wundern sich, wie ist der Kaffee? Ich habe überhaupt nichts gehört, ne? Ist genau dasselbe Phänomen. Das Interesse, ne? Das ist das Interesse, das uns zu dieser Stille führt. Das Interesse an dem Buddha, ne? Und da müssen wir jedes Detail mitbringen. Oder das Interesse an dem Atem. Genau zu wissen, ob der jetzt auf seinem Höhepunkt ist, der Einatmen, oder gerade ansteigt, oder gerade abfällt, oder gerade umkehrt in den Ausatmen. Je detaillierter wir das wissen, umso besser. Und bei dem Buddha dasselbe. Ob das schnell ist, ob das langsam ist, ob das tief ist, oder ob das nur oberflächlich ist. Immer dieses Wissen. Weil dieses Wissen führt uns zu der Natur des Chittas. Nichts anderes. Das Chitta ist das, was weiß. Oder glaubt ihr, die Gedanken wissen? Weiß der Gedanke, der ist ein Gedanke? Weiß die Erinnerung, die ist eine Erinnerung? Hm? Weiß das Gefühl, dass es ein Gefühl ist? Das Gefühl weiß ja nicht mal, dass es ein unangenehmes Gefühl ist. Oder ein angenehmes Gefühl. Da muss doch jemand dahinter sitzen und das alles abprüfen, abchecken. Ne? Ah ja, das war ein Gedanke. Ah ja, das war eine Erinnerung. Ah ja, das war die und die Erinnerung. Ah ja. Ne? Ja. Muss doch jemand sein. Und es ist doch genau das, was weiß. Wird nicht anders bezeichnet als das, was weiß. Oder klares Wissen. Ne? Das weiß einfach. Aha, Gedanke entstanden. Aha, Gedanke vergangen. Aha, sieht nämlich die Dinge. Aber sobald ich sage, das ist mein Gedanke, dann bin ich in Schwierigkeiten. Das ist mein Gefühl. Ich fühle mich aber so. Und im nächsten Moment fühlen wir uns ganz anders. Und dann fühle ich mich wieder so anders. Gar nicht mitkriegen, dass wir eigentlich ständig uns widersprechen. Hm? Jetzt fühle ich mich so, und 5 Minuten später fühle ich mich so, und dann wieder 5 Minuten später, ja, wer bin ich jetzt eigentlich, ne? Wenn ich das Gefühl bin? Hm? Kann doch nicht sein. Da ist ein Gefühl entstanden und da ist ein Gefühl vergangen. Ne? Wie eine Wolke, ne? Wenn die Wolke schwarz ist, dann ist er halt schwarz. Wenn die Wolke weiß ist, dann ist er halt weiß. Ne? Aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass ich diese Wolke bin. Ich bin ja nicht diese Wolke. Genauso bin ich nicht das Gefühl. Oder genauso wenig bin ich der Gedanke. Der Gedanke kommt, ne? Und er vergeht. Entsteht und vergeht. Entsteht und vergeht. Nur weil ich den sehe, heißt es doch nicht, dass ich der Gedanke bin. Ich sehe auch das Glas hier. Deswegen bezeichne ich mich nicht als das Glas. Obwohl ich alles mit dem Glas machen kann, was ich mit dem Körper machen kann. Ich kann es zertrümmern, ich kann meinen eigenen Körper zertrümmern. Macht man natürlich nicht. Aber ich könnte das. Ne? Ich kann es wegstellen, ich kann es herziehen, ich kann es gebrauchen oder ich kann es auch nicht gebrauchen. Und dasselbe kann ich mit dem Körper machen. Aber Körper sagen mir sofort, das bin ich. Warum? Wir können unser Haar auch schneiden. Und schau mal wieder anders aus. Ne? Deswegen gehen wir zum Friseur, weil es uns langweilig ist, was uns jeden Tag aus dem Spiegel anstarrt. Ne? Das ist doch so. Oder man muss dann mit seinem Bart kämmen. Oder sein Bart beschneiden. Und dann futzelt man da rum, so lange, bis einem das Gesicht da im Spiegel gefällt. Und dann geht man aus dem Bart raus. Das ist so, oder? Manche stehen halt sehr lange im Bad, so lange bis es ihnen gefällt. Oder sagen, ah, heute ist Scheißtag. Gefällt mir gar nichts. Und hat sich da irgendwas in unserem Herz geändert? Wenn sich da das Spiegelbild ändert? Das ist nicht, oh, das gehört nicht uns. Wir sind doch den anderen auch, ne? Wir sind doch unserem Partner, der ist doch auch nicht uns. Gehört doch auch nicht uns. Wir glauben zwar, weil wir eine Partnerschaft haben, der gehört uns, ne? Und dann muss er auch alles das machen, was wir wollen. Und wenn er uns sagt, was wir machen sollen, dann gefällt uns das gar nicht. Aber wir denken so.
Partnerschaft ist, da denkt man ganz einfach so. Ne? Der ist für mich da. Und der andere denkt natürlich auch, der ist für mich da. Und deswegen gibt es ja die ganzen Streitereien. Und statt dass wir verstehen, dass wir wirklich wissen, ne? Okay, es ist einfach so. Ne? Ich habe Bedürfnisse und jetzt ist ein anderer Mensch dazu da, um meine Bedürfnisse zu stellen? Der kann das doch nicht. Das ist doch unmöglich. Weil die Bedürfnisse entstehen hier in diesem Herzen und gestillt werden können sie hier in diesem Herzen. Jemand anders hat keinen Zugang zum Herzen, nur ich habe den Zugang zum Herzen. Das ist aber uns noch nicht aufgefallen. Weil jeder in der Welt lebt dieses uns als Vorbild, dass es nicht so ist, dass der andere uns das geben muss, was wir brauchen. Nur ganz klar. Aber dass es in uns entsteht, ist uns noch nicht aufgegangen, oder? Dass der andere kann uns nichts ins Herz geben. Ja, aber niemand spricht so und deswegen wissen wir es nicht. Deswegen, wir denken gar nicht drüber nach, ne? Weil niemand anders drüber nachdenkt. Ne? Das war ja nur der erhabene Buddha, der drüber nachgedacht hat. Ne? Oder der die Dinge auch mit in einem neuen Licht gesehen hat. Der wollte nämlich wissen, woher das Dukkha kommt in unserem Leben. Weil wenn unser Partner ja zufällig also unseren Wünschen entspricht, dann geht's uns gut. Aber in den meisten Fällen entspricht er ja nicht unseren Wünschen und dann geht's uns schlecht. Ne? Aber das ist das Gefühl, das entsteht ja hier in unserem Herzen. Ne? Und wenn uns jemand sagt, ne, dann löst es doch da drin. Dann gehen wir da rein, schrauben ein bisschen rum, lösen das. Ja, und dann geht's uns schon wieder besser. Dann brauchen wir niemanden von draußen. Ne? Da entsteht, im Herzen entsteht die Zufriedenheit. Ne? Im Herzen entstehen auch die ganzen Wünsche. Im Herzen entsteht auch der ganze Hass. Im Herzen entstehen auch die Gier. Etwas haben zu wollen, etwas bedürfen zu wollen, etwas zu wollen, ob das materiell ist oder emotional. Ne? Wollen wir mal haben. Wenn wir es bekommen haben, dann fühlen wir uns für einen Moment zufrieden und dann wollen wir schon wieder das Nächste. Und dann schon wieder das Nächste. Und wieder das Nächste. Und wieder, und wieder, und wieder. Ne? Solange bis wir den letzten Atemhauch gehabt haben, und dann wollen wir das nächste Leben. Wollen wir es nochmal machen. Immer wieder dasselbe. Ne? Stehen morgens auf, putzen uns die Zähne, frühstücken was, gehen zur Arbeit, essen wir noch was, dann hauen wir uns vor die Klotze oder lesen ein Buch, wenn wir ein bisschen alternativ sind. Oder diskutieren mit unseren Freunden. Und dann gehen wir ins Bett und am nächsten Tag machen wir dasselbe. Und das machen wir schon seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren. Immer wieder dasselbe. Das ist uns noch nicht aufgefallen, weil wir immer denken, was ist das da anders? Ne? Wir stehen im anderen Gefühl auf. Oder was? Immer wieder dasselbe. Wir stehen auf, wir machen irgendwas und dann gehen wir zu Bett. Dann stehen wir wieder auf und machen irgendwas. Super. Und jetzt überlegen wir uns, jetzt schauen wir uns doch mal an, was wir machen. Wenn wir gehen, bewegen wir die Muskeln. Wenn wir fegen, bewegen wir die Muskeln. Wenn wir staubsaugen, bewegen wir die Muskeln. Wenn wir abwaschen, bewegen wir die Muskeln. Aber wenn wir natürlich sagen, was hast du halt gemacht? Ich habe meine Muskeln bewegt, wird uns jeder blöd anschauen. Aber im Grunde genommen haben wir das gemacht. Ne? Selbst wenn wir uns hinsetzen und schreiben, dann bewegen wir die Muskeln. Aber wir haben so viele differenzierte Worte für diese Muskelbewegung, dass wir denken, wir tun tatsächlich was anderes. Selbst wenn wir sprechen, bewegen wir die Muskeln. Wenn wir essen, bewegen wir die Muskeln. Da brauchen wir noch viele Muskeln. Ne? Verdauen wird es ja auch, ne? Und dann wollen wir das nächste Leben, wollen wir wieder die Muskeln. Aber wir sehen das einfach nicht so.
Das ist doch klar. Die Leute um uns herum, die arbeiten genauso und die denken, das ist genauso wichtig und toll und so weiter. Und das muss man machen und dann wird es noch toller und das muss man machen und dann wird es noch toller. Und wenn man das macht, dann ist es scheiße und so weiter. Aber im Grunde genommen machen alle Menschen dasselbe. Schaut euch das nur mal an. Ne? Das ist ganz witzig, ne, mal so kurz die Augen zu schließen und einfach nur durch so einen Tag durchzugehen und nur die Muskelbewegung zu beobachten. Ne? Ja, und wo ist dann das Hässliche? Wo ist das? Das mag ich, diese Muskelbewegung mag ich nicht, jene Muskelbewegung mag ich. Das ist mir ein Gräuel und jenes ist mir ein Vergnügen. Das ist doch komisch. Das ist das doch, oder? Das schaust doch an, ne? Es ist im Grunde genommen witzig, wenn man das sich so betrachtet. Dann macht man noch ein Video von 24 Stunden und lässt es dann schnell ablaufen und dann sieht man, rennt man dahin, da wieder zurück, vor und zurück und vor und zurück, steht man auf, sitzt man nieder, steht man auf, sitzt man nieder. Und wenn man das in 15 Minuten, 24 Stunden ablaufen lässt, ne, dann ist es eine reinste Komik. Ne? Dann sieht man das mal. Aber wir sehen das ja nicht mehr. Wir leben das ja. Wir leben ja jeden einzelnen Moment und denken, das ist wichtig. Wenn wir das sehen würden, dann würden wir uns ja schon mal fragen, ja, um was soll das Ganze? Muskelbewegung, Muskelbewegung, ja, bis zum Ende Muskelbewegung. Was soll das Leben? Was bringt es uns? Und vielleicht kommen wir ja dann dazu, dass es vielleicht noch innerhalb dieser Muskelbewegung etwas gibt, was essentiell ist. Was die Muskeln bewegen lässt. Das Chitta, was der Motor ist, was der Fahrer ist von diesem Körper. Weil der Körper ist nichts anderes als Muskelbewegung. Ne? Die Erfahrung, jene Erfahrung sind das Sehen, ne? Das Hören, das Riechen, Schmecken, Fühlen, Tasten. Und wenn wir das mitkriegen, ne? Dass da was ist, ne? Was diesen ganzen Körper programmiert hat, was diesen Körper ja gemacht hat und dann programmiert hat. Was wollen wir denn eigentlich? Was wollen wir mit unserem Leben? Ne? Bis zum Ende Leben Muskelbewegung machen. Ne? Und wenn wir es nicht mehr können, dann sterben. Atmen braucht man auch Muskelbewegung. Alles, ne? Ist alles Bewegung, ne? Was wollen wir mitnehmen? Das ist die Frage, die sich ein jeder, der hierher kommt, ne, irgendwann mal stellen soll. Was wollen wir aus unserem Leben mitnehmen? Was wir mitnehmen können. Ein Körper, das wissen wir, können wir nicht mitnehmen. Reichtum können wir auch nicht mitnehmen. Unsere Büchersammlung auch nicht. Und was wollen wir mitnehmen? Das müssen doch Fertigkeiten sein, Fähigkeiten sein. Gut zu sein, können wir mitnehmen. Respekt können wir mitnehmen. Großzügigkeit können wir mitnehmen. Oder jedenfalls die Resultate davon können wir mitnehmen. Aber auch Schlechtigkeit können wir auch mitnehmen. Wenn wir in diesem Leben gelernt haben, wie man erfolgreicher Dieb wird, dann nehmen wir das auch fürs nächste Leben mit. Dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Leben noch erfolgreicher. Und die anderen lernen, Diebe zu schnappen. Und so weiter. Das sind alles Fertigkeiten, Fähigkeiten, Musik, Instrumente, ne? Oder das Chitta zu kontrollieren, das Chitta zur Ruhe zu bringen, das Chitta in die Stille zu führen. Das sind Fähigkeiten, die man mitnehmen kann, ne? Und im nächsten Leben stehen sie uns in den meisten Fällen zur Verfügung, ne? Kommt drauf an, was für ein Leben wir haben. Wenn wir natürlich nur 4 Aggregate haben, 4 Gruppen haben und keinen Körper haben, dann stehen manche dieser Fähigkeiten einfach nicht zur Verfügung, sondern dann haben wir eben andere. Stehen uns die anderen Fähigkeiten zur Verfügung. Aber was wollen wir? Was wollen wir mit diesem Leben machen? Fragt euch das mal. Ne? Was ist da, was endgültige Befriedigung bringt? Was ist da, was unser Dukkha mindern lässt. Oder wo wir mehr Zucker haben, wo wir mehr angenehme Gefühle haben. Was ist da? Was es wirklich zu angenehmen Gefühlen führen kann. Was müssen wir machen? Und es ist gar nicht schwer. Das Erste, was wir machen müssen, ist einfach uns zu konzentrieren.
auf das Butter. Ja. Mehr brauchen wir gar nicht. Ganz einfache Arbeit. Einfachste Arbeit der Welt. Aber wir haben natürlich kein Interesse. Da muss ja was Tolles passieren. Ne? Und weil was Tolles passieren wird, da kriegen wir gar nicht mit, was passiert. Weil das sind nämlich Erwartungen. Jetzt muss der Geist gleich still werden. Nichts da passiert. Ne? Erwartungen kommen. Und das kriegen wir gar nicht mit. Ne? Die führen uns an der Nase auf. Ja, jetzt gleich kommt's. Ne? Das kleine Männchen da im Ohr. Ne? Jetzt sind wir aber still. Oder warum kommen diese blöden Gedanken? Oder warum das? Oder jenes? Warum muss jetzt das Telefon klingen? Und so weiter. Kleines Männchen kommentiert alles. Als ob wir das nicht wissen würden, was passiert. Ja? Wenn man auf ein Fußballfeld geht, ne? Und ein Fußballspiel anschaut, ne? Dann sieht man doch, was auf dem Feld passiert. Da braucht man doch nicht den Kommentator, der hinten sagt, aber jetzt der Gerd Müller geht da rein und schießt jetzt ein Tor. Das sehen wir doch mit unseren eigenen Augen. Brauchen wir doch niemanden, der das kommentiert. Aber in unserem Leben kommentiert dieses kleine Männchen alles. Jetzt geht's mir gut, jetzt geht's mir schlecht. Das müsste ich machen, jenes möchte ich machen. Das kann ich nicht ab. Ne? Das stinkt mir. Kommentiert alles. Und wir kriegen, durch diese Kommentare kriegen wir eigentlich gar nicht mit, was da unten passiert ist. Ne? Weil wir uns so auf diese Kommentare verlassen, auf diese Kilesas, ne? Ist ja nichts anderes als die Kilesas, die das da uns weismachen. Und wir sagen, ja, habt schon recht. Ne? Und wenn die sich widersprechen, das kriegen wir gar nicht mit. Ne? Immer, wir haben immer recht. Ne? Ja, ist das so, oder? Ich mag das nicht. Haben Sie doch recht, oder? Und wir fallen drauf rein. Das will ich. Haben Sie auch recht. Und wir fallen drauf rein. Ständig fallen wir drauf rein. Weil die nämlich in unserem Ohr sitzen, ne? Und sagen, ja, das musst du machen, dass du glücklich wirst. Ne? Und dann machen wir das und dann sind wir immer noch nicht glücklich. Ne? Und dann sofort, ne? Ah ja, das hast du nicht richtig gemacht. Jetzt hättest du es so machen müssen, ne? Und dann so machen müssen. Und so kommen wir nie. Ne? Es ist wie der Hund, der Wurst nachrennt, die vor seiner Nase hängt. Ne? Immer, ja, jetzt schaukelst du zu weit nach links. Ne? Du musst nach rechts rennen. Ne? Dass du wieder und dann schaukelst du zu weit nach rechts. Dann müssen wir nach links rennen. Aber nie erwischen wir die Wurst. Weil sie immer vor unserer Nase hängt. Ne? Und das ist genau wie Kilesas. Ne? Immer sagen sie uns, das und das und das müssen wir machen. Und dann die einfachste Arbeit der Welt. Einfach nur mal auf einen Punkt zu konzentrieren und unser ganzes Interesse diesem Punkt oder dem Atem oder dem Buddha oder dem Dhamma oder dem Sankho, was auch immer, zu schenken. Ja, dann sind wir zufrieden. Dann wünschen wir uns gar nichts mehr. Vollkommen zufrieden. Das ist Zufriedenheit in sich selbst. In dem Moment wollen wir weder aufstehen, noch gehen, noch irgendwas. Ne? Trinken oder hungrig, keine Furcht, gar nichts. Ne? Ist gar nichts. Das ist vollkommen Zufriedenheit. Solange müssen wir wieder austreten. Und dann kommen sofort die Wünsche hoch. Jetzt ist mir kalt oder jetzt müsste ich das machen, jetzt müsste ich das machen. Oh, da hatte ich das ist eine gute Idee. Ne? Das muss ich sofort aufschreiben. Ne? Ja. Und dann sind wir schon wieder drin. Das ist das einmal. Das bringt uns die Zufriedenheit oder zeigt uns, ne, dass es in diesem Leben etwas anderes gibt als diese Muskelbewegung. Ne? Als dieses ständige Hinterherrennen, den schönen Gefühlen, den angenehmen Gefühlen hinterherrennen. Wie auch immer wir die bekommen. Ne? Diese innere Stille zeigt uns, da ist etwas, was wertvoller. Das, was man je tiefer wir das erleben, umso mehr setzt sich das ab von den Dingen, die wir in der Welt finden können. Weil das findet man nicht. Diese Zufriedenheit, diese Stille finden wir sonst nirgendwo in dieser Welt. Das ist nur in unserem Herzen. Wir können zwei Dinge machen, die uns ein bisschen glücklich machen, für einen Moment, aber so, wo wir wirklich mal für eine Stunde oder zwei Stunden ausruhen können, wo wir uns zurückziehen können, wo wir die Basis in unserem Herzen finden können und von da aus wieder rauskommen können und frisch getankt, ne? Die Dinge in Angriff nehmen, die wir, solange wir einen Körper haben, halt in Angriff nehmen müssen. Ne?
Wir müssen uns um den Körper kümmern. Wir können ja nicht sagen, jetzt wir definieren, der braucht kein Essen. Geht nicht. Er ist einfach eine biologische Maschine, die braucht das Essen. Oben geht's rein, unten geht's raus. Und das, was dazwischen hängen bleibt, das ist Energie. Aber diese Stille, diese Ruhe, diese Zufriedenheit, die findet man sonst nirgendwo in unserem Leben. Die findet man nur in unserem Herzen. Und der Weg zum Herzen ist verschüttet oder verbaut oder verschlossen. Und dann müssen wir halt den Schlüssel von Samadhi finden, um das aufzuschließen. Und dann kommen wir wieder aus dem Samadhi raus, dann ist wieder alles beim Alten. Und deswegen brauchen wir diese Reflexion. Wir müssen wissen, was uns immer wieder in diese Schwierigkeiten stört. Das müssen wir wissen. Und dann müssen wir halt mal untersuchen. Aber nicht einfach darüber nachdenken, was bringt mich in die Schwierigkeiten, sondern wirklich untersuchen, hinterfragen, was mache ich eigentlich? Mit welchem Resultat? Was ist da was davor? Was ist der treibende Faktor? Oder was ist der Stein, der diese Lawine ins Rollen bringt? Weil wir sehen ja immer nur den Schnee der Lawine, der uns erdrückt. Das, was die Lawine in Gang gesetzt haben, das sehen wir nicht. Und bei jeder Umdrehung, was er bringt, geht ja mehr Schnee und mehr Schnee und mehr Schnee und mehr Schnee. Und zum Schluss erdrückt uns diese Emotion. Wir sprechen ja von Emotionen. Die Emotionen, die in uns aufkommen, sind alles Lawinen. Der erste Stein. Oder ob das nur ein Holzknäuel ist. Oder was auch immer das ist. Das ist das, was uns Aufschluss gibt über das, was die Lawine in Gang gebracht hat. Die Lawine selber existiert im Grunde genommen. Ist einfach nur Schaum geschlagen. Immer wieder rumgedreht um dieselbe Achse. Und immer mehr Schnee und immer mehr Schnee. Und dann haben wir in einem Augenblick, wir brauchen nur jemand anzuschauen, wurscht, kommt hoch. Aber das ist nicht irgendwas Natürliches. Das baut sich ganz schnell auf. Und dann ist da. Und wenn wir ein bisschen mehr Sati, ein bisschen mehr Geistesgegenwart haben, dann sehen wir, wie es so langsam so was heißes Gefühl hochkommt. Und dann können wir es dann da lassen. Brauchen wir ja gar nicht weiterzugehen. Und bei den meisten Menschen kommt das heiße Gefühl halt raus. In der Form von Aktion oder Form von Worten oder Form von Taten. Die können das ja nicht kontrollieren. Aber wenn wir genug Geistesgegenwart haben, dann sehen wir das. Aha, da war zwar, okay, jetzt mal ganz ruhig. Butto, 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 butto. Und dann sehen wir das. Das heiße Gefühl geht weg. Muss ja weggehen. Wir geben ihm ja keine Energie mehr. Die Umdrehung ist ja immer Gedanken und Erinnerung. Wir denken darüber nach, ja, das ist nicht fair. Und dann erinnern wir uns, das haben wir schon mal erlebt, und das war auch nicht fair. Und dann spielt sich das auf. Ganz, 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 ganz schnell. Und das ist das, was wir untersuchen müssen. Da müssen wir es sehen. Sofort, sobald wir die Lawine sehen, sofort aufhalten. Den Schnee entfernen und schauen, was ist die Ursache? Was hat die Lawine ausgelöst? Und das ist natürlich nicht einfach. Da brauchen wir ganz schön Geistesgegenwart dazu. Da müssen wir nämlich die Dinge hinterfragen können und da dürfen wir nicht der Stimme da lauschen, die uns sagt, ach ja, das war das. Psychologie sagt das. Oder die Wissenschaft sagt das. Und dann sagen wir, ja, ist ja klar, war das. Pustekuchen. Schon wieder auf den Leim gefallen. Was auch immer diese innere Stimme sagt, oder dieses Männlein im Ohr ist immer falsch. Das ist nur irgendwelche Logik oder irgendwelche logischen Erklärungen oder rationalen Erklärungen, hat aber mit der Ursache wenig, manchmal hat es mehr zu tun, manchmal wenig, und meistenteils weniger. Was wir machen müssen, wir müssen hinterfragen. Was ist das? Dann kommst du hoch mit dieser logischen Erklärung, was auch immer das ist, und fragen, und was bedeutet das bitteschön? Dann kommen sie ins Stottern. Bis sie eine neue Antwort finden und dann finden sie eine neue Antwort, die noch ein bisschen rationeller ist oder die noch ein bisschen logischer ist. Und dann müssen wir wieder fragen. Ja, und was hat das auf sich? Was hat das damit zu tun? Ist es ein Gefühl oder gehört es jetzt zur Gruppe des Körpers? Und dann merkt man, das gehört weder zur Gruppe des Körpers noch zur Gruppe des Gefühls noch zur Gruppe von Denken oder Erinnerung, sondern das ist ein Mischmasch daraus. Das ist einfach eine Ansicht, eine Meinung, eine Anschauung. Und dann müssen wir nochmal hinterfragen.
Und dann, wenn keine Antwort mehr kommt, wenn wir die Kilesas praktisch ausgebotet haben, ne, weil wir immer so standhaft waren und jede Antwort von den Kilesas in Frage gestellt haben. Das ist ja hinterfragen. Ne? Wir stellen die Antworten, die von den Kilesas kommen, in Frage. Solange bis überhaupt keine Antwort mehr kommt. Nur bis Ruhe ist. Ne? Und dann erscheint die Antwort aus dem Herzen. Und das ist was Einziges. Ne? Nicht jedes Mal, aber am Anfang, so, wenn wir das anfangen, immer. Ne? Später mag es mal sein, dass es nicht kommt, dass wir keine Antwort haben, aber das ist dann auch nicht schlimm. Sind wir nämlich ruhig. Sind wir zufrieden. Hm? Dann müssen wir schauen. Das ist das, was unser Leben verbessert. Ne? Wir können zwar immer auf Urlaub gehen, ne, in Samadhi eintauchen, ne, aber in dem Moment, wo wir rauskommen, ist wieder alles wieder beim Alten. Ne? Das hilft uns nicht viel. Ne? Es hilft uns, ein bisschen Ruhe, Energie zu finden, aber die Untersuchung, ne, das tagtägliche Leben, was passiert eigentlich in unserem Leben? Wer sagt uns, dass wir das wollen? Ne? Nun haben wir eine Frage. Warum will ich das jetzt? Muss doch gar nicht sein. Oder warum mag ich das nicht? Vielleicht mag ich doch das. Und wenn wir das umdrehen, ne? Das, was wir nicht mögen, plötzlich mögen, und das, was wir mögen, plötzlich nicht mögen, dann kommen die Kilesas irgendwie ins Wanken. Die wissen nämlich nicht mehr, wie sie uns ziehen können. Ne? Die können uns dann nicht mehr am Faden ziehen. Ne? Die können uns nicht mehr lenken. Weil wir auf das, was wir früher reagiert haben, plötzlich nicht mehr machen und das, was wir früher abgelehnt haben, plötzlich hinziehen. Ne? Dauert eine Zeit und dann kriegen sie wieder einen anderen Faden. Ne? Aber für eine Weile sind sie vollkommen verunsichert. Und fühlen wir uns auch ein bisschen freier. Da können wir nämlich die Dinge mal anders angehen. Das ist alles untersuchen. Das ist alles Dinge, die Resultate bringen. Wo wir unser Leben ändern können. Ne? Ohne das kommen wir nicht weiter. Aber für uns, die erste Frage sollte für jeden von euch sein, na, was will ich aus meinem Leben mitnehmen, was wertvoll ist, mitgenommen zu werden. Und dann sollte man halt seine Energie darin reinstecken, um das zu erreichen. Weil wenn ich weiß, was ich mitnehmen will, dann ist da auch ein Weg. Wenn ich will, wo ein Wille, da ein Weg. Ne? Das kennen wir alle. Ne? Und wir wissen auch, ne, ohne Fleiß kein Preis. Also wir müssen fleißig dabei sein, ne, dieses, das, was wir wollen, auch zu verwirklichen. Ne? Und wenn das heißt Sitzen heißt, ne, Meditation heißt, dann müssen wir halt fleißig meditieren. Ne? Egal, was kommt. Ne? Ob das nun morgens ist oder abends, ob das eine Stunde ist, die wir vorgenommen haben, oder zwei Stunden, die wir uns vorgenommen haben, müssen wir halt da sitzen. Ne? Und dann irgendwann wird sich mal, wenn wir das Interesse dafür haben, wird sich mal was ändern. Dann wird mehr Zufriedenheit in unser Leben kommen. Und es liegt ja an uns zu entscheiden, ob wir dann raus wollen, ganz raus aus dem Kreis, aus der Achterbahn raus, oder ja, manche haben mir gefallen an der Achterbahn. Ist doch schön. Ist zwar nicht so schön, wenn man unten ist, aber es macht mal wieder ein paar tausend Jahre im Himmel und dann ist mal wieder für ein paar tausend Jahre in der Hölle. Und dazwischen ist man wieder mal Mensch, wo man genug Karma macht, dass man wieder ein paar tausend Jahre im Himmel ist und ein paar tausend Jahre in der Hölle. Weil jede Entscheidung, die wir fällen, macht Karma. Egal was. Jede Entscheidung, die wir fällen, macht Karma. Entweder gutes Karma oder schlechtes Karma. Das ist ja die Gefährlichkeit des menschlichen Lebens. Ne? Man kann in ein paar Stunden kann man machen, dass man für 150.000 Jahre in der Hölle sitzt. Braucht nur seine Eltern umbringen. Ja, manche machen das. Wir kennen das aus der Geschichte, dass viele das gemacht haben. Aus irgendwelcher Sucht, die wollten erben, die wollten sie beerben und die sind nicht schnell genug gestorben und dann haben sie sie umgebracht. Ne? Und dann sitzen sie halt für 150.000 Jahre in der Hölle. Das ist die längste Strafe. Ne?
Oder andere geben alle, einfach alles weg, ne? Und dann haben sie das Glück, dass das eine heilige Person ist, ne? Und dann sind sie halt für 300.000 Jahre im Himmel. Wenn sie die Tugendregeln einhalten, ne? Was ja Voraussetzung ist. Nein, dann müssen wir schauen, ne? Wir müssen aufpassen, wirklich mit unserem Leben aufpassen. Wir können so viel Schlechtes machen, aber wir können auch so viel Gutes mit diesem Leben. Und solange wir uns im Rahmen der Tugendregeln bewegen, ist es ja auch nicht, können wir im Grunde genommen nicht nach unten. Das ist ja unser Schutz. Die fünf Tugendregeln ist ja unser Schutz. Keinem Lebewesen Leid zuzufügen, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist. Keine Lügen, unrechte Rede, harte Rede oder kritikhafte Rede, andere verletzende Rede, kein sexueller Missbrauch, kein Alkohol und Drogen. Das sind die fünf Tugendregeln. Hat man die ein, sagt der Abende Buddha, ist unser Schutz, nicht herunterzufallen. Also weder ins Tierreich zu kommen, noch in den Geisterbereich, noch in das. Und wenn wir das uns von heute ab vornehmen, ne, die Vergangenheit kann man sowieso nicht ändern, ja, dann kann es doch eigentlich im Grunde genommen nur noch besser werden. Jedenfalls auf der menschlichen Daseinsebene. Je besser wir sie einhalten, umso besser wird es. Ne? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es Muskelbewegungen sind. Das kommt da nicht weg. Aber wir fallen halt nicht mehr runter in die unteren Daseinsbereiche. Und wem das Spaß macht, ne, das ist ja, dem ist das ja nicht, soll es halt machen, ne? Solange wir denken, es macht uns Spaß, und die meisten Menschen denken das, und ich habe das ja genauso gedacht, ne? Bis ich dann irgendwann mal reflektiert habe, ich habe genug Ducke in meinem Leben und das wollte ich eigentlich nicht, ne? Und das wollte ich loswerden. Und dann bin ich halt den anderen Weg gegangen. Den steinigen Pfad, wie man so schön sagt. Nicht die Autobahn entlang, wo die ganzen Juche schreien, ne? Und am Ende der Autobahn, was steht davor? Obst, Abfall, Runterfall. Ab in die Hölle. Nur weil sie anderen vormachen, heißt es noch lange nicht, dass das gut ist und richtig ist und in die richtige Richtung geht. Ne? Die Masse bewegt sich auf die Hölle zu. Das ist ohne Frage. Das ist gar nicht abzuändern, weil die überhaupt kein Interesse haben, sich zu verändern. Weil die überhaupt kein Interesse haben, da irgendwie, ja Moral, ne? Haben das sowieso abgeschafft in den 70er Jahren. Ne? Haben wir abgeschafft. Das ist Moral, das ist Stirn, ne? Tun. Unsere Generation, ne? Stand da auf der Straße und hat protestiert. Respekt, ne? Derjenige, der am meisten weiß, ne? Oder der das frischeste Wissen hat, ne? Der hat den Respekt, ne? Respekt vor alter Erfahrung, was soll das, ne? Weg damit. Alter Käse, ne? Alles, haben wir alles kaputt gemacht, ne? War da zum Teil, ne? Gut. Läuft natürlich auch in die falsche Richtung, kann in die falsche Richtung auch laufen. Aber trotzdem war es noch da, war es noch. Und in Thailand sieht man es halt noch. Der Respekt der Kinder gegenüber den Eltern, das findet man in Europa oder im Westen überhaupt nicht mehr. Ne? Ja, solche Dinge haben halt einfach zerstört. Ne? Ich war genauso mit dabei. Ohne Frage, ne? Weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ich habe das nicht gesehen, ich konnte das nicht sehen, weil niemand irgendwo mir gesagt hat, hey, halt mal ein, was machst du da eigentlich? Ist dir eigentlich klar, was du da machst? Ja? Wenn mir das jemand gesagt hätte und irgendwie vernünftig mit mir geredet hätte, hätte ich das sicherlich auch eingesehen. Ne? Aber so, die Kirche ordnet an, das war für mich kein Argument. Ne? Der hätte mir auch nicht erklärt, warum der eine im Ghetto von New York aufwächst und der andere als Sohn eines Königs geboren wird. Dann hat sie mir gesagt, das ist des Gottes Willes, ja? Dass der eine zum Mörder erzogen wird und dafür in die Hölle landet, das ist auch Gottes Wille, oder? Das hat mir nicht genügt, ne? Das war für mich nicht logisch. Aber in dem Moment, wo ich Kammer gehört habe, ja, was auch immer wir getan haben, oder nach dem, was du nicht willst, dass dir jemand tut, das füge auch keinem anderen zu, ne? Und das ist logisch. Das kommt nämlich alles zu mir zurück. Kammer kommt immer wieder zu mir zurück. Egal, ob ich das im letzten Leben gesät habe oder in diesem Leben gesät habe, es wird zu mir zurückkommen. Manches kommt schneller, manches dauert etwas länger zum Reifen.
Wir sagen ja auch nur, was du säst, das wirst du ernten. Ne? Säme einen Apfelbaum, da dauert es 7 Leben, bevor wir die Früchte ernten können. Aber dann kommen sie jedes Jahr für eine gewisse Zeit. Ne? Aber säme man nur Salat, dann kommt er ziemlich schnell, ne? Aber den kann man auch nur einmal essen. Ne? Und der bringt auch nicht so viel an Vitaminen oder an Früchten. Ne? Je nachdem. Ne? Kartoffeln, da braucht halt ein bisschen länger. Ne? Und so ist es mit den verschiedenen Formen von Karma. Das eine braucht kürzer, das andere länger. Jetzt, da ich euch das gesagt habe, überlegt euch mal, ne? Was wollt ihr mit eurem Leben machen? Was ist das, was ihr mitnehmen wollt ins Nächste? Weil der Tod kommt bestimmt. Ne? Wenn einzig in dieser Welt ist, das ist der Tod. Ne? Alles andere ist unsicher. Wie lange wir noch leben, ist unsicher. Ob es jetzt besser wird, ist auch unsicher. Ob es schlechter wird, ist auch unsicher. Das Einzige, was hundertprozentig sicher ist, ist der Tod. Ob wir krank werden, ist unsicher. Ne? Muss nicht bei jedem sein. Ne? Bei manchen ist es. Ne? Manche werden schwer krank, manche haben nur einen Schnupfen. Ne? Andere leiden für 20, 30 Jahre, bevor sie sterben. Und andere schlafen relativ friedlich ein. Aber der Tod kommt bestimmt. Da kann man sicher sein. Das ist das Einzige, was sicher ist. Und dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie jetzt sind, ist auch sicher. Unsere Gefühle verändern sich, unsere Gedanken verändern sich, unsere Anschauungen verändern sich, alle diese Dinge verändern sich. Meinungen, Ansichten haben sich schon, wenn wir älter sind, haben sich schon häufiger geändert. Ja? So. Also was wollen wir machen, was wir mitnehmen können? Das sollte für uns eine Frage sein, die wir uns stellen sollen. Und dann wirklich schauen, na, und wie können wir das, was wir machen, was wir mitnehmen können, auch erreichen. Und einen Weg aussuchen und machen. Und dann wirklich unsere Anstrengung und die Prioritäten in unserem Leben so setzen, dass wir das auch wirklich machen können. Ne? Nicht nur nebenzu, ja, das mache ich mal am Samstagabend. Ne? Ja, ist das so, oder? Dann müssen wir schon jeden Tag machen. Gut, und damit höre ich den Vortrag auf. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann bitte. Könnt ihr Fragen stellen? Alles erklärt, alles beantwortet? Huh? Es ist neu für dich, ne? So denkt man über das Leben normalerweise nicht nach, ne? Auch gerade vor allem, wenn man noch jung ist, ne? Denken wir ganz anders über das Leben, ne? Was das alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Und wenn man älter ist, merkt man, das hat so viele Möglichkeiten, hat es gar nicht gegeben. Man hat doch wieder das gemacht, was die Alten uns vorgemacht haben. Aber wenn man jung ist, denkt man, macht alles anders. Ne? Haben wir auch mal gedacht, ne? Kommen in denselben Schuh rein wie unsere Eltern. Ne? Und die sind in denselben Schuh gefallen wie ihre Eltern. Ne? Und im Grunde genommen hat sich nichts geändert. Ne? Wir denken immer noch, es hat sich was geändert. Ne? Wir denken, wir sind im Zeitalter der Information. Ne? Aber eigentlich sind wir im Zeitalter der Desinformation. So viele Dinge, die da im Internet stehen. Ne? Wie viel sind wahr davon? Ne? Jeder schreibt, was er denkt. Ne? Nicht. Es gibt keine. Früher hat man ja noch Bücher gedruckt und da gab es noch jemanden, der entschieden hat, ob das Krampf war oder ob das wertvoll war. Ne? Heute entscheidet niemand mehr. Ne? Alles, was die Leute denken, steht dann im Internet. Ne? Und das kann jeder dann lesen. Ne? Ob das sinnvoll ist oder nicht. Ne? Und man zieht sich nur zu. Und Informationen, gut, natürlich findet man auf der einen Seite Informationen, aber auch viele Desinformationen. Gerade weil es da keine Zensur gibt, ne? Gerade weil es da keinen Qualitätsmaßstab gibt für das, was man schreibt. Unser Leben ist schneller geworden, ne? Wir haben weniger Zeit, ne?
Wir haben viel, viel weniger Zeit. Immer mehr in immer kürzerer Zeit müssen wir leisten. Die Leute tun mir leid. Ne? Ich weiß noch, was ich im zweiten Semester an der Uni gelernt habe. Ne? Das hat mein Urgroßvater als Doktorarbeit vor 100 Jahren geschrieben. Ne? Und das lernt man dann im zweiten Semester. Ne? Und wir lernen immer mehr. Und unsere Kinder müssen noch mehr lernen, weil es immer mehr zum Lernen gibt. Ne? Irgendwann muss das doch mal explodieren, da das Gehirn. Dass wir uns alles reinsaugen müssen. Und dann zum Schluss verstehen wir nichts mehr. So, also keine Fragen mehr? Nee. Kannst du doch sagen. Und je länger du das sagst, ne, umso mehr wird es sich entfernen. Nein, du drückst es ja nicht. Ne? Ja, wenn du es nicht möchtest, dann drückst du es. Aber wenn du sagst, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist wie ein Bild, dass ich das sehe. Ne? Oder du kannst es ja auch erstmal mit Buddha beruhigen, ne? Weil das wird ja ständig aufgebaut. Jedes Bild in unserem Gefühl wird ja ständig aufgebaut. Das braucht ja gewisse Gedanken, die das wieder aufbauen. Ne? Ansonsten Gedanken, ne? Das entsteht und vergeht. Ne? Ein Gefühl entsteht und vergeht. Aber Feuer, nehme ich dann viel Feuerholz, ne? und schür das Gefühl an, ne? Dann wird es ja ständig bleiben und auch immer heißer werden und länger anbleiben. Und das Feuerholz sind halt die Gedanken und Erinnerungen. Das heißt, wenn du dann eine Stunde hinsetzt und Buddha machst, dann geht's auch weg. Ne? Danach wird's wieder hochkommen, weil die Gedanken auch wieder hochkommen. Ne? Und dann sagst du, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Und dann mal so weit, bis du das beobachten kannst, und dann fängst du es an zu untersuchen. Und dann wirst du genau die Gedanken und Erinnerungen sehen, die da zu diesem negativen Gefühl führen. Und sagst, bin ich so blöd? Tu mir selber diesen Mist an? Ne? Ja, du brauchst ja auch nicht drauf zu kommen, du brauchst ja das nicht zu erdenken, sondern du sollst ja anschauen. Wenn du es nicht anschaust, ne, und wie gesagt, na, also das ganze Denken, das hilft dir da nichts, ne? Das führt nämlich nur wieder im Kreis, ne? Das ist halt die Schwierigkeit, ne? Wie fühle ich etwas, ne? Wenn du was in die Hand nimmst, wie fühle ich was, wenn ich das nicht denke? Dann nimm doch mal was blind in die Hand und fühl einfach. Aber das ist für uns so schwer geworden, ne? Irgendwas zu fühlen, irgendwas zu erfahren, wenn wir darüber nicht nachdenken. Oder das gleich klassifizieren, das ist das, das ist das, das ist das, ne? Ja, dann mach das Buddha und dann werd halt ruhig, ne? Wenn dir das andere nicht gelingt, ne? Und dann versuch's, ne? Und das, ja, beim ersten Mal geht's nicht, ne? Du hast ja auch nicht beim ersten Mal laufen gelernt, oder? Das musst du halt häufiger machen, ne? Und immer wieder anschauen, ne? Und wenn dir nichts einfällt, ne, dann schaust du es nochmal an. Solange bis dir was auffällt. Ne? Ja, natürlich ist es schwierig. Es gibt nichts Schwierigeres als diese Arbeit. Es gibt aber auch nichts anderes. Es gibt nichts Wertvolleres als diese Arbeit. Aber das setzt natürlich unser ganzes typisches Verhalten außer Kraft, ne? Weil diese Form von Nachdenken, ne, dann kommen ja die ganzen psychologischen Werte drin und so weiter. Und das müssten wir machen und jenes müssten wir machen. Und so ist das erklärt worden und so ist das erklärt. Müssen wir alles wegschmeißen, alles rausschmeißen. Ne? Und einfach nur mal anschauen. Als ob wir überhaupt keine Idee hätten, was das ist. Das Beste. Du hast überhaupt keine Vorstellung, was das ist. Ne? Und da siehst du es eigentlich am klarsten. Ne? In dem Moment, wo du das nicht willst, kannst du es nicht sehen. Das ist unmöglich, ne? Du lehnst es ja ab. Das ist dasselbe, als wenn du es willst, dann kannst du es auch nicht sehen. Dann ziehst du es ja an, ne? Deswegen hilft es, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, diese nicht mein Zeit. Das mal
Gut, bei manchen hilft es weniger, bei anderen hilft es Butter die Stille mehr. Ne? Einfach mal erfahren, ne? Dann lern halt mal, ne? dann taste dich mal, dann lauf mal blind. Ne? Und dann schau mal, was passiert. Die meisten Menschen haben ja keinen Bezug mehr zu ihrem Körper. Ne? Die füttern den und legen schlafen. Ne? Und dann, wenn was krank wird, dann gehen sie zum Arzt und sagen, du, was ist los mit meinem Körper? Und dann sagt er das und das und das und du brauchst die und die und die Medizin. Ja, und dann geht man weiter. Ne? Aber ein Gefühl für den Körper hat man überhaupt nicht. Ne? Das ist einfach, ja, irgendwo was. Ne? Das Einzige, was man außen sieht, ne, wenn man in den Spiegel schaut. Ne? Ja. 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 Du spürst doch dann das Gefühl, ne? Und dann fragst du dich, ist es angenehm? Ist nicht angenehm. Und warum tue ich mir das an? Aber natürlich. Nein. Ja, ja, okay. Und dann schaust du den Kloß im Hals an. Und dann schaust du, was mit diesem Kloß im Hals passiert. Aber du darfst natürlich nicht drüber nachdenken. Ja, den spür. Natürlich. Ja, sonst würdest du doch nicht sagen, du hast ein Kloß im Hals. Ja, dann ist er noch da, nämlich. Ja. Ja, du schaust nur an. Und dann muss er sich doch, wenn du keine Gedanken, wenn du kein Feuerholz ins Feuer schiebst, dann muss doch das Feuer ausgehen. Ja, also. Und genauso muss der Kloß vergehen. Und deswegen hilft das Butto wahrscheinlich für euch viel mehr als irgendwas, ne? Dann denkt halt Butto, 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 Butto. Aber wenn das zum Beispiel jetzt ein Stinkwut für einen Chef ist, ne? Ja, dann muss er sich auch überlegen, ja, warum? Der Chef ist, da muss ein bisschen Dankbarkeit, der Chef hat mir ja schließlich die Arbeit gegeben und davon kann ich mein Leben finanzieren. Hm? Ja, das ist im Kopf, das ist rationell, ne? Wenn, das kannst du ja auch so angehen, ne? Ja, das musst du dann unterscheiden, ne? Du musst auch, verkopfen tust du es vielleicht am Anfang, ne? um das mal ein bisschen objektiver darzustellen. Ne? Warum in dem Moment, wo du fragst, warum tue ich mir eigentlich dieses schlechte Gefühl an? Warum lasse ich mich da immer wieder runterziehen? Weil das ist ja für dich unangenehm. Ne? Und dann fragst du ja, und warum? Und dann kannst du ja fragen. Ne? Also wenn ich die Stinkwut immer auf dem Chef habe, ne? Warum habe ich die Stinkwut? Ne? Und das mal untersuchen. Das ist aber wieder eine andere Untersuchung. Ne? Das sind zwei verschiedene Formen von Untersuchungen. Ne? Einmal fragst du nach dem Grund, nach dem logischen Grund, der dir einleuchtet. Ne? Und dann schaust du aber dann auch wieder wirklich auf das Gefühl und schaust da, was da dahinter steckt. Und das muss nicht unbedingt dasselbe sein. Ja. Das ist alles Training. Das ist wie das Butto-Training. Das ist Training, das ist Training, das ist Training. Einfach mit dem Gefühl zu sein, dann lang hört man mal was an, ne? Und dann schließ die Augen, ne? Und geh, ne? Geh auf und ab. Ne? Und dann fühlst du sofort Unsicherheit. Dann fühl doch mal die Unsicherheit. Was ist Unsicherheit? Wir müssen alles wieder lernen. Ne? Weil wir haben das alles versymbolisiert. Unsere ganzen Gefühle sind Symbole geworden. Die haben überhaupt nichts mehr mit dem, was im Körper zu tun vor sich geht.
Und deswegen müssen wir jetzt für diese Symbole, ne, was Angst ist, wir müssen Angst fühlen, um zu verstehen, was Angst ist. Wir müssen Schmerz fühlen, um zu verstehen, was Schmerz ist. Wir können nicht einfach davon von Jahrtausenden von Leben, ne, sagen, dass da haben wir das Symbol extrahiert und jetzt leben wir nur noch in Symbolen. Da kommt doch die ganze Misskommunikation, da kommt doch die ganze Unzufriedenheit her, weil wir einfach nicht mal mehr im Körper leben. Ja. Ja, und deine Gedanken sind auch kein Ich. Wieso gehst du dann in die Gedanken rein? Ja, das ist das, weil wir den Körper ablehnen. Ne? Das ist ja im Westen noch so. Wir lehnen ja den Körper ab. Das ist. Ja, ich schätze schon mal. Ne? Also die sind da viel, sehr, sehr viel Vergnügen da in dem Körper drin. Ne? Wenn man das schläft schon. Wenn man das Essen betrachtet, ne, und so weiter, ne? Und die ganze Art und Weise, wie die Asiaten miteinander umgehen, also ich kann es jetzt nur von Thai sagen, ne? Ja, die sind viel mehr, die stecken viel mehr im Körper drin als wir, ne? Wir sind verkopft, ne? Ja, und die Gedanken sind nicht vergänglich. Warum wollen wir denn nicht von denen weg? Ja, die bringen noch die ganze Unruhe rein. Ja, weißt du, ihr geht nicht, die Buddhisten hier haben irgendwas falsch verstanden. Die haben eine Gruppe genommen und haben gesagt, das ist nicht ich, alle anderen Gruppen sind ich. Ja? Es sind fünf Gruppen. Es ist der Körper, es ist das Gefühl. Und das Gefühl wird unterschieden in geistiges Gefühl und körperliches Gefühl. Dann ist es Erinnerungen, Assoziationen. Wenn du das jetzt siehst, dann sagst du, das ist Beton, das ist Assoziation. Ne? Wenn du das siehst, dann sagst du Teppich, das ist Assoziation, Erinnerung. Ne? Ohne Erinnerung würdest du jedes Mal davor stehen und denken, was ist das? Ne? Oder du wirst vor deinen Schuhen stehen und denkst, was soll ich mit denen machen? Ne? Ohne Assoziation. Ne? Also Erinnerung und Assoziation. Und dann kommt Denken. Das ist die vierte Gruppe und Bewusstsein ist die fünfte Gruppe. Und all diese Gruppen sind nicht ich. Alle diese Gruppen gehören mir nicht. Das bin ich nicht. Aber die Buddhisten im Westen haben wahrscheinlich gedacht, na, Körper mag ich sowieso nicht, weg. Alles andere bin ich. Ja. Natürlich, wir müssen ja noch den Körper untersuchen, sonst kommen wir doch von dem nicht los. Wir können doch nicht einfach ablehnen. Was wir machen, ist doch, wir lehnen den Körper ab. Richtig? Ja, aber das musst du doch erstmal machen. Ja, das ist klar, ne? Aber dann sei so hochintelligent und definier das Ich weg, ne? Dann hast du überhaupt keine Probleme mehr. Ja. Ja, und die Leute, die dann das Ich wegdefiniert haben, die machen das schlimmste Kammer. Ja. Ja. Weil es dann kein Ich mehr gibt, ne? Weil ich existiere doch nicht und ich erfahre doch auch nicht das Kammer, ne? So kann ich doch machen, was ich will. Ja. Ja, natürlich. Nein, das ist kein Widerspruch. Wenn du öfters mal zugehört hast, dann sage ich immer, wer
durch die Hölle, wer die Hölle überkommen will, ne? Wir wollen ja den Körper überkommen, muss durch die Hölle schwimmen. Also wir müssen unseren Körper in jedem Detail erfahren, bevor wir den Körper loslassen können. Nicht erdenken, nicht wegdenken, nicht wegradieren, nicht, ja, sondern wir müssen, genauso mit den Schmerzen, wir können die Schmerzen nur überkommen, dann, wenn wir wissen, was Schmerzen sind. Ohne das kommst du nicht weg. Deswegen sage ich immer wieder zum Körper zurück, weil im Körper wurzelt Gier und Hass, ne? Wenn der Körper fertig untersucht ist, ja, dann fällt er nur noch rauf, ne? Dann hat er keine Probleme, dann wird er nämlich nicht mehr wiedergeboren. Deswegen ist der Körper das Thema der Untersuchung. Aber nicht nur mit dem Verstand. Den Körper kannst du nicht mit dem Verstand untersuchen, sondern den musst du einfach erfahren. Deswegen habe ich ja das auch von den Bewegungen geschrieben. Ne? Muskelbewegung. Das kannst du doch erfahren. Nächstes Mal, wenn du schreibst. Ja, oder wenn du jetzt mit dem Fahrrad fährst. Muskelbewegung. Oder wenn du mit dem Auto fährst. Auch Muskelbewegung. Ne? Nein, das sollst du eben nicht. Das musst du erkennen. Ne? Und erkennen geht nicht da oben im Dachstübel vor sich. Erkennen geht nur im Herz vor sich. Ja. Das Erkennen geht nur im Herz. Das ist die Einsicht. Du musst im Herz im Grunde genommen zeigen, aufmachen, zeigen. Siehst du es? Nein, hab noch nicht verstanden. Okay, nochmal schauen. Nochmal schauen. Das sind Schmerzen. Siehst du es? Nö. Siehst du es? Nee. Und das machst du 1000 Mal oder 100.000 Mal oder bei 1 Million Mal und beim 1 Million und ersten Mal kleckt. Und dann hast du verstanden, was die Schmerzen sind. Und dann brauchst du nicht mehr untersuchen. Aber das muss da klicken. Nicht da oben im Dachstüber. Da hast du nichts gewonnen. Ja. Da oben kann man viel verstehen, aber unten, na, da das Herz will was, ne? Na, der Wille kommt ja aus dem Herzen, nicht aus dem Verstand. Wir denken immer, das kommt aus dem Verstand. Nix da, kommt da. Niemand hat gesagt, das ist einfach. Ne? Und gerade für uns verkopfte Westler, ne, ist das ganz schwierig. Ne? Deswegen müssen wir zuerst mal zur Ruhe. Ne? Erst mal zur Ruhe und erst mal durchtanken. Ne? Und dann kann man anfangen mit der Körperuntersuchung. Wenn du jetzt anfängst, ist es nur Denken und Erinnern. Das bringt dich nichts, ne? Da können Weise ein Buch schreiben, wie man das macht, ne? Und du liest es und sagst, habe ich verstanden, Körper mag ich nicht mehr, ist weg. Ja? Und dann wirst du im nächsten Leben wiedergeboren und dann weißt du, das war nicht weg. Ja? Wenn du dich an dein Buddha hältst, dann kann das nicht falsch sein. Wenn du aber darüber nachdenkst, ne, wie du meditierst, ne, dann ist es falsch. Ja, okay. Dann halte ich an dein Buddha oder halte ich an Atem, das kann nicht falsch sein. Ne? Aber wenn es dir heiß wird, na okay, dann schau die Hitze an. Ne? Das ist ihm vorhin auch heiß geworden. Ne? Das kann sein, dass dann ein unangenehmes Gefühl hochkommt. Ne? Und dann sieht man das unangenehme Gefühl. Ne? Dann spürst du es halt mal. Ne? Erfahr mal. Ne? Ja, das ist ja Körper. Ne? Ja, wenn du ständig im Kontakt mit dem Körper bist, dann siehst du, was da für eine Last ist. Ne? Jetzt siehst du es doch gar nicht. Du bist doch ständig im Kopf. Ja. Wieso soll das eine Last sein? Ne? Dann schaust du meinen Körper an und fährst jede Muskelbewegung und dann weißt du, was das für eine Last ist. Ne? Und andere, die ein bisschen kränker sind, die wissen auch, was das für eine Last sind. Hm? Aber so, ne? Weißt du es natürlich nicht. Ne? Weil du ständig in deinen Gedanken da rumrennst. Ne? Das will ich noch, das will ich noch, das will ich noch. Und der Körper trappt halt nach. Und irgendwann wird der Körper nicht mehr nachtrappen, dann fliegst du auf die Schnauze. Und dann weißt du, jetzt ist der Körper alt. Ja, und dann hoffentlich, dann klickert's, ne, dass dein Körper ist, der dich immer von einem Ort zum nächsten gebracht hat. Ja,
Nein, bist es noch nicht. Du bist nämlich noch nicht durch die Hölle geschwommen. Du hast die Hölle wegdefiniert. Du magst die Hölle nicht, also existiert die Hölle für dich nicht. Die magst du auch sowieso nicht. Natürlich existiert die. Das ist ja das Problem. Der Körper existiert ja auch, ne? Und dann im Moment, wo du stirbst, ne, da kommt das große Zipperlein, ne? Oh, das wäre so schön, ne? Abhaken. Körper abgehakt, Gedanken abgehakt, Erinnerung abgehakt. Jetzt bin ich frei. Scheiße, und woher kommt das Dukkha? Weil wir es abgehakt haben. Nein, das ist da drin. Das ist auch im Körper. Es gibt körperliches Dukkha und es gibt geistiges Dukkha. Also vom Buddhismus, ne? Weiß ja nicht, wo du das gelernt hast. Buddhismus. Ja, im Westen, ne? Ja, schön, ja. Aber für uns westliche Menschen ist es nicht geeignet, alles ohne Substanz, ne? Wir werden ja ziemlich arrogant ohne Substanz. Ich weiß zwar nicht, was dann arrogant wird, wenn das ohne Substanz ist. Kann doch nichts arrogant werden, ne? Das ist doch nur der Kopf, das ist doch nur Meinungen, Ansichten, ne? Die wir haben. Ja, und wenn wir die Meinungen und Ansichten haben, das sind nicht, dann haben wir eben die Meinungen und Ansichten, das sind nicht. Aber das heißt, deswegen hat sich noch gar nichts geändert. Erschüttert. Na, das ist gut, ne? Also deswegen bin ich nach Asien gegangen, ne? 2 Jahre. Der hat wirklich Gehirnwäsche mit mir getrieben, ne? Ja, natürlich war ich verkopft. Ja, ich bin aus dem Westen, deswegen war ich verkopft, ne? Und dann habe ich mir die verkopften Ideen von den Buddhisten, die damals da das Sagen hatten, reingezogen, und dann war ich genauso noch verkopft, ne? Und dann hat er immer nur gesagt, wenn ich vorbeigegangen bin oder wenn ich was gehört habe und was gedacht habe, hat er gesagt, manche Menschen denken sowas, aber das ist töricht, ha? Ja. Und so langsam, nach 2 Jahren, war das Ganze raus, ne? Und dann konnte er irgendwo seine Lehre da reinkommen, ne? Ja, ja, das, wenn man das ständig Gehirn gewischt, ne? Das, was du denkst, ist falsch, das, was du denkst, ist nicht richtig, das, was du denkst, ist nicht, ne? Ist nicht in Ordnung, ne? Führt nicht in die richtige Richtung. Ja, irgendwann hörst du es dann auch mal auf, ne? Und vor allem, weil da dann in einer Gemeinschaft sitzt, ne? Die diese Art von Buddhismus praktiziert oder diese Ansichten hat oder auch so dementsprechend praktiziert, kommst du ja auch wieder nicht auf dumme Gedanken. Wenn du dann wieder zurückfliegst, ne, und diese Gedanken von den Buddhisten wieder einsammelst, könntest du ja wieder auf dumme Gedanken kommen. Ne? Weil wir werden erst verleitet. Ja, du bist ja auch Buddhist. Ne? Was denkst du? Ne? Was denkst du? Ne? Und dann mixen wir uns das alles wieder zusammen, kochen den Brei und schlucken ihn runter und glauben, das ist dann so, ne? Bis dann so jemand kommt wie ich, der provokativ ist und sagt, alles Schmarrn. Alles nur erdacht. Und dann muss man wieder drüber nachdenken. Ja, klar, natürlich. Dafür haben wir unseren Verstand, ne? Über manche Dinge muss man nachdenken, ne? Muss man ergründen, ne? Nicht nur nachdenken, sondern ergründen. Es ist noch ein altes deutsches Wort, ne? Wir haben es ersetzt durch nachdenken, ne? Ergründen, den Grund suchen, ne? Und das ist Untersuchung, ne? Ergründen, ne? In die Tiefe gehen. Wir haben zu viel den Amerikanern abgeschaut, ja? Ja. 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 Richtig. Ja,
Ja, wenn die sie nicht stören, ne? Ja, stören sie dich? Wenn sie dich nicht stören, ne, kann, ja, irgendwann kommst du ja wieder hoch, ne? Ja. Doch. Ja, natürlich kommen sie aus Depressionen raus. Sie sind ja nur zusätzlich, der ist ja sehr zusätzlich gebaut, ne? Ich meinte, von der Achterbahn habe ich gemeint Himmel und Hölle, ne? Die Depressionen, gut, natürlich, eine Depression ist ja auch schon ein Stück Hölle, ne? Aber hier auf Erden, ne? Und der Himmel, wir sagen ja auch der Himmel auf Erden oder die Hölle auf Erden, ne? Das sind halt dieses Hoch und dieses Tief, ne? Was die meisten Menschen nicht schnallen, ne? Dann, wenn sie nämlich oben sind, dann sind sie dermaßen überheblich, können sie dermaßen überheblich und arrogant sind, so dass sie dann wieder sich selber wieder runterziehen, ne? Und dann muss man ausgleichen, ne? Also, dass die Höhen nicht mehr so hoch sind und die Tiefen nicht mehr so tief sind, sondern dass man immer mehr ausbalanciert wird, ne? Auch mit der Untersuchung, ne? Das ist so schön, ne? Ich musste auch alles untersuchen, ne? Ja, natürlich. Ja, jetzt kommen die ersten Entschuldigungen, warum man es nicht machen muss. Nein. Das reicht im Grunde genommen aus, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Abend nach deiner Meditation ein bisschen zu reflektieren. Nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wird es klarer. Gell, Sascha? Ein bisschen klarer. Das reicht schon aus, aber ihr müsst es halt jeden Tag machen und ihr müsst halt jeden Tag meditieren. Und nächstes Jahr könnt ihr wiederkommen, ne, und dann könnt ihr mir erzählen, ob das was gewirkt hat, ne? Aber wenn er darüber nachgedacht hat, dann kann ich garantieren, dass es nichts wird. Ne? Ja. Ja, natürlich. Ihr denkt, ja, ich habe ja auch gedacht, ne? Deswegen war ja das erste Jahr so hart, ne? Ich wollte nämlich nicht denken, ne? Das war mein einziger Sinn. Also, was haben dir 50 Jahre, 40 Jahre am Denken gebracht, ne? Ich sag das ja auch provokativ, geistige Masturbation, ne? Geistige Kondenieren. Ja, weil man so schöne geistige Gefühle dabei kriegt, ne? Aber natürlich auch schlechte, das kommt ja auch bei Geschmack wie schlecht, genau. Ne? Kommt auch durch unsere Gedanken, ne? Auch wieder provokativ formuliert, ne? Wir benutzen unser Gehirn zum Onanieren, ne? Das ist brutal ausgedrückt, aber es ist der Wahrheit sehr nah. Gut, noch Fragen? Ich glaube, jetzt sind die Lieder. Ja. Verstehe ich das richtig? Ist das das Produkt des verkopften Menschen? Nein. Gelesers ist das Produkt von Avijja, von unserer geistigen Blindheit. Ne? Die geistige Blindheit ist ja die Ursache für alles. Ne? Geistige Blindheit heißt im Grunde genommen nicht verstehen. Wenn du es genau definierst, nicht wissen, nicht verstehen, aber wissen wollen und verstehen wollen. Das ist Avijja. Ne? Und dann kommt aus Avijja, der hat drei Hauptarmeen. Ne? Das eine, die wir kennen, ist Gier, Hass. Und was hinter dieser Hauptarmee steht, ist die Verblendung. Also die Vermischung der Dinge. Ne? Und die Vermischung zieht die Fäden für Gier und Hass. Ne? Und deswegen müssen wir erstmal Gier und Hass überkommen, um die Verblendung an sich zu sehen. Ne? Weil die Verblendung ist nämlich genau in diesen geistigen Kandas drin. Ne? In dieser Erinnerung und dem Denken. Ne? Die sind dermaßen, die rotieren also mit 3000 Umdrehungen in der Minute, in der Sekunde. Ne? Und deswegen kriegst du das nicht mit, wenn du nicht genug Satya hast. Und solange noch Gier und Hass, ne, ziehen sie immer wieder Gier und Hass vor. Ne? Schieben sie immer wieder vor. Ne? Die lassen doch sich nicht in die Karten schauen. Ne? Also jedenfalls nicht freiwillig. Und deswegen müssen wir die Gier und Hass, ne, zuerst mal vernichten. Und die liegt im Körper. Deswegen müssen wir den Körper in und auswendig untersuchen. Ne? Da liegen sie drin. Aber das kriegen wir nicht mit, ne? Dass sie da drin.
Und dann kann man die Verblendung untersuchen, und wenn man das, wenn man die Gedanken und die Erinnerungen auseinanderreißen, dann sehen wir, wie das funktioniert. Dann fällt die Verblendung, aber das heißt noch nicht, dass Avicca weg ist. Das ist die Sache, ne? Und die Kilesa sind im Grunde genommen nur die Handlanger von Avicca, ne? Oder Handlanger von Gier, Hass und Verblendung, ne? Okay? Ja, wenn du den verdammst, dann ist das nicht richtig. Aber wenn du natürlich die Wahrheit siehst, ne? Jetzt überleg dir mal, ne? Ich nehme da für den Körper nämlich immer so ein schönes Beispiel. Ne? Du hast ein schönes, weiches Kissen, warmes Kissen zu Hause. Ne? Und irgendwann, ja, das ist dein Lieblingskissen, weil da liegst du richtig weich drauf. Ne? Und es ist auch immer warm. Und dann irgendwann interessiert sich mal, was da drin ist. Und dann machst du es auf und dann kommt dir stinkende Scheiße entgegen und dann wirst du das, du wirst nie wieder, selbst wenn man das versiegeln kann, nie wieder deinen Kopf drauflegen. Du wirst es mit so einem Finger nehmen und raus. Ne? Ja. Und genau derselbe Effekt wird beim Körper sein. In dem Moment, wo du wirklich erkennst, du hast kein Interesse mehr für diesen Körper. Ja. Ja. Aber erstmal musst du, bevor du diese Untersuchung überhaupt machen kannst, musst du doch erstmal mit dem Körper in Kontakt kommen. Ja. Ja. Du musst erstmal mit dem Körper in Kontakt kommen, und um zu sehen, wie viel du eigentlich aus dem Körper ziehst. Ne? Ja. Ja. Ja, gut. Ja, du machst das alles intellektuell. Und dann fang mal, ja, dann nimm mal ein Messer und schneide in meinem Körper auf. Ja, das ist das, was du denkst, ne? Oder hast du, das ist kein Schmerz dabei? Ja, in deinem Kopf nicht, ne? Aber in Realität. Das musst du ja in Realität machen. Wenn du jetzt zum Beispiel, nimm mal die Möglichkeit wahr, ne, wenn du einen Mediziner kennst, ne, der gerade eine Leichenszizierung macht, dann geh mal hin und dir wird's kotzübel. Und warum? Weil du es nicht in Gedanken machst, weil du es siehst mit deinen eigenen Augen und dein Gestank kommt hoch. Ne? Und das ist das, genau das, was wir bei der Körperuntersuchung machen. Wir machen die Sezierung, als ob wir eine reale Leiche vor uns haben. Ne? Und da kommt sofort die Übelkeit hoch. Wenn da kein Hass hochkommt, dann machst du das nur verkopft. Wir wollen doch den Hass damit hochholen. Das ist doch auch eine. Das ist doch, habe ich doch erklärt, habe ich doch versuche immer zu erklären. Den Hass oder den Ekel hochzuholen, um damit umzugehen. Um damit lernen umzugehen. Deswegen machen wir auf einen Teil die Körperuntersuchung und zum zweiten Teil die Körperuntersuchung, um zu verstehen, woraus dieser Körper besteht. Was ist denn der Körper? Ist das jetzt die Hand der Körper? Ist es der Finger der Körper? Ist es der kleine Finger der Körper? Ist es Gehirn des Körpers? Brauchst du nur das Gehirn? Ja, dann lass doch den Rest weg. Was ist Körper? Das kannst du nämlich nicht beantworten, was Körper ist. Ja? Dann findest du halt raus, was Körper ist. Dann frag dich doch, was ist Körper? Sind deine Haare der Körper? Weil du, wie definierst du deinen Körper? Über Haare und Aussehen. Ne? Das ist für dich, das ist, gehört ja noch gar nicht mal zur Untersuchung dazu. Das ist für dich das erste Mal, den Körper zu erfahren. Bevor du den erfahren kannst, kommt dir überhaupt kein Ekel hoch. Weil du erdenkst ja den Körper nur. Ja, also, bringt das auch nichts, ne? Ja. Also musst du erstmal den Körper erfahren.
Und wenn du dann erfährst, wie schwer das ist, eigentlich von A nach B zu laufen, wie umständlich das ist, wie viel Muskelbewegung, ne, und wie müde das macht, ne, ja dann. Und dann, wenn du den Körper tagtäglich erfährst, ne, dann kannst du mal mit der Körperuntersuchung machen, ne, und da wird es nämlich schlecht werden. Ja. Die ganzen unangenehmen Gefühle, die da im Körper sitzen, da kommen dann alle hoch, ne? Das ganze Kammer, das da abgelagert worden ist, ne? Das die ganzen Verspannungen hier und hier und hier und hier, ne? Das sind ja alles Kammer, ne? Alles Unterdrückungen, ne? Die du in diesem Leben noch unterdrückt hast, sind ja alle abgelagert, ne? Und dann machst du eine auf und dann kommt die ganze Erinnerung, der ganze Schwall hoch, ne? Denk ja nicht, das ist einfach, ne? Ja, Ablehnung, das wird überhaupt und gar nichts, ne? Nein, das habe ich aber nicht, also das habe ich nie getan. Ach so. Ja, klar. Ja, das ist doch, weißt du, das ist doch das Thema, das man nicht anrührt im Westen, ne? Körperuntersuchung. Und dann erinnere dich an eine Stelle in den Sutten, wo der Erhabene Buddha die Körperuntersuchung gemacht hat, ne? Über Körperuntersuchung gesprochen hat, von einer Assembly von 500, und er hat ist so ins Detail gegangen, ne, dass am nächsten Morgen keiner dieser Bhikkhus mehr da war. Die haben sich nämlich so vor dem Körper geekelt, dass sie sich alle getötet haben. Eine der Sutten sagt es, ne? Oder die anderen Sutten, dass du weißt, seine Bhikkhus an, ne? Seine Mönche an, ne? Geht dahin auf das Leichenfeld. Aber geht nicht gegen den Wind, sondern geht mit dem Wind, ne? Dass euch nicht der ganze Leichengestank da ohnmächtig werden lässt, ne? Das steht alles drin in den Sutten, ne? Nur diese Sutten werden halt nicht erwähnt, weil das ist ja unangenehm. Wir machen ja nicht Buddhismus, weil wir unangenehme Dinge wollen, sondern wir wollen ja die unangenehmen Dinge loswerden. Ja, wir wollen schöne Gefühle haben, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Buddhismus, ne? Ja, und dann kommen wir natürlich nicht weiter. Da bleiben wir immer am selben stecken. Der Körper ist das Erste, was wir untersuchen müssen, ne? Erstens zu wissen, dass der Körper nicht ich ist. Ja, du weißt es, du hast es dir erdacht, ne? Aber warum schleppst du ihn dann immer mit? Oder du denkst ihn immer mit, ne? Und frag dich doch, deswegen gebe ich euch doch die Reflexion, frag dich doch in dem Moment, wo du in den Spiegel schaust, ne? Wer schaut dich an? Nein, frag dich doch, was schaut dich da an? Und dann überleg dir, und dann zieh die Antwort, die rauskommt. Und dann hinterfrag diese Antwort. Und dann steh halt mal 10 Minuten. Stehst sowieso lange genug im Bad, ne? Das muss aber eine neue Statistik sein. Oh. Okay. Kein Thema. Also das. Also mach das mal mit der Stoppuhr, ne? Wie lange du im Bad stehst. Okay, aber das ist ja nicht das Thema, ne? Komm erst mal in Kontakt, ne? Das ist für jeden Westler, ne? Wichtig. Erst mal in Kontakt mit dem Körper, ne? Bevor du den überhaupt bearbeiten kannst, ne? Du kannst ja nicht mit dem Phantombild arbeiten, ne? Und du hast im Moment noch ein Phantombild von deinem Körper. Und jetzt musst du Kontakt nach fühlen. Wenn du die Hand ausstreckst, wenn du das Glas fasst, fühlen, wenn du es an die Lippen setzt, fühlen, wenn du es trinkst, fühlen, wenn du isst, fühlen, immer fühlen, erfahren. Ne? Ja, wenn du läufst, fühlen, wenn du irgendwo stehst, fühlen, den Körper spüren. Ne? Basic Erfahrung, da braucht man den Asiaten nicht zu sagen, ne? Aber wir, nur uns muss man das sagen, ne?
Ja? Okay, Fragen noch? Machen wir auf. Nächsten Montag.